Feuerwehrleute haben ein wichtiges Detail vergessen. Bei einem Löscheinsatz versuchen sie sich Zugang zum Dach des brennenden Hauses zu verschaffen mit einer Motorsäge. In der hektischen Betriebsamkeit denkt offenbar keiner daran, das untere Ende der Leiter zu sichern. Und das, obwohl Schnee am Boden liegt und genügend Personal zur Verfügung steht. Der Fehler rächt sich auf schmerzhafte Weise. Wenigstens greift die Sicherheitsabschaltung der Motorsäge. Trotzdem müssen sich die Feuerwehrleute erst einmal um ihre verunglückten Kollegen kümmern. Darunter leidet auch die eigentliche Aufgabe, das Löschen des Brandes. Ein ehemaliger Feuerwehrmann kommentiert das Video wie folgt: Wir sehen hier ein Lehrbuchbeispiel, wie man eine Leiter nicht benutzen sollte.